Moin, willkommen im Waschsalon. Heute mal wieder mit einer harten Mütze, ne? Ja. Und das ist nicht irgendeine harte Mütze. Das ist der, pardon my French, neueste Shit. Der weiße Zero Two. Das neueste in Sachen Helmdesign, Helmtechnologie etc. Hab das ja schon mal in einer Podcast-Folge angesprochen. Das war, glaube ich, die zweite Folge überhaupt. Über die Technik, auf die bin ich da so ein bisschen näher eingegangen. Und jetzt ist das Ding auch endlich in Deutschland angekommen. Freundliche Leihgestellung von meinen Freunden bei Future Sports. Gibt es in Hamburg, Berlin und Leipzig. Ich habe das ja schon mal erzählt bei dem X-Tack Pad. Der ein oder andere Händler wird das Ding jetzt sicherlich auch bekommen, aber die waren jetzt die Ersten, die haben den bekommen und haben dann auch freundlicherweise gleich an mich gedacht, haben mit denen dann auch zusammengebaut, was am Anfang gar nicht so ganz einfach war. Hier oben diese Partie, das wird extra davor gesetzt und da sind die mitgelieferten Schrauben nicht die längsten. Da musste man erstmal so ein bisschen auch mit dem Winkel, wie schraube ich das Ding an. Die haben wir den komplett zusammengebaut und angepasst und jetzt erkläre ich euch mal, was ist an diesem Helm so besonders. Dazu nehme ich den aber erstmal ab, weil ist zwar eine bequeme Mütze, aber sieht ja wirklich blöd aus. Außerdem klappert das hier immer. So. Und damit ihr mich auch seht, ach nee, damit ich euch auch sehe. Ja, hallo Kamera. Also, das ist der Weißes. Als erstes fällt auf: großes Sichtfeld. Großes Sichtfeld. Größer als bei den anderen Helmen, das ist auch etwas, womit Weißes ausdrücklich wirbt. Das nächste, was mir auffällt, ist das relativ geringe Gewicht. So um bei 2 Kilo. Mit drum und dran, so wie ihr hier seht, mit Face Mask und Kinnriemen. Das nächste offensichtliche, da sind hier Löcher drin. Ist der kaputt? Nee, das soll so. Belüftung. Und hier nochmal an der Seite Belüftung und, was vielleicht auffällt, da kann man durchgucken, ziemlich große Ohrlöcher. Also meines Erachtens größer als bei den anderen Helmen, die da so auf dem Markt sind, in die ich in weiteren Folgen dann auch nochmal eingehen werde. Also insgesamt sorgt er für jede Menge Belüftung. Das Besondere an diesem Helm ist die sogenannte Flex. Technik, Reflextechnik. Das heißt, er funktioniert so ein bisschen wie so eine Stoßstange. Die Hülle ist relativ weich, sieht man jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht, wenn ich das hier eindrücke. Das heißt, die gibt beim Kontakt, beim Impact erstmal nach und geht dann in ihre ursprüngliche Form wieder zurück. Das war auch schon das Prinzip beim Weißes 1, aber das hat man hier jetzt nochmal deutlich verbessert. Und insgesamt ist der Helm auch kleiner geworden gegenüber dem Vorgängermodell und ist auch nochmal wieder um 15% leichter. Das nächste, was auffällt, das sind ja so Sachen, die mache ich gar nicht. Ne? Hier oben, dass das so rumfliegt. Entweder man schneidet das ab oder, das ist eine Besonderheit bei dem hier, der hat eine Garage. Sieht man hier ganz gut. Da ist extra hier eine Öffnung, da kann man das überflüssige Stück reinstecken. Aus Sicht des Equipment auch gut, denn wir stellen den Helm ja dann ein und dann soll der hier eigentlich nur noch unten den auf und zu machen beim Aufsetzen bzw. Absetzen und da oben die Finger von lassen. Und wenn das denn da in seiner Garage drin ist, dann vor allem wenn er Handschuhe anhat, kann er da nicht dran rumfummeln. Denn das ist ja auch eine Frage, die mir öfter gestellt wird. Aber was machen die denn da in der NFL oder beim College? Können die Equipment Manager nichts oder warum fällt ihnen da dauernd der harte Hut vom Kopf? Ja, die passen den an, so wie es sein soll. Aber dann sind ja die Kameraden Atomphysiker wieder am Werk und fummeln da rum und braucht das anders. Und ja, das ist keine Badekappe, das ist auch kein Handtuch, das ich mir locker nach Haare waschen um den Kopf schlinge. Das Ding soll schon ein bisschen fester sitzen, weil soll ja vor Kontakt schützen, nicht? Oder den Kontakt aufnehmen. Also deshalb hat das nicht nur
einen optischen Hintergrund, sondern ich würde mal sagen, auch ganz einfach einen praktischen. Wenn eingestellt, dann ist das erstmal so und Ruhe ist. Stichwort Kontakt. Der Helm arbeitet mit verschiedenen Layern. Ihr seht das hier hinten. Das sind die sogenannten Pods. Das sind so Kissen, die bei Impact den Impact, den Kontakt aufnehmen. Die geben das dann weiter an diese sogenannten Delta Pods. Das sind, wie halte ich das denn jetzt hier am dümmsten? Das sind hier diese Delta Pods. Davon gibt es 6 Stück. Und zwischen Delta Pod und diesen Kissen gibt es noch sogenannte, ich dreh mal um, sogenannte Foamliner. Das heißt, die sind dann auch in Kontur und so sind das mehrere Lagen. 3 innerhalb plus der Schale. Das Ganze insgesamt wirklich bei geringem Gewicht. Noch etwas, was vielleicht auffällt. Genau, wie ihr seht, seht ihr nichts. Nämlich keine Löcher. Dieser Helm arbeitet nicht mit Luftkammern. Dieser Helm arbeitet, ich erwähnte es eben, mit diesen Delta-Pods. Die sind unterschiedlich dick. Lassen sich ganz einfach per Velcro rausnehmen, per Klett. Und da ist dann zwar zum Beispiel hier bei dem Wangenpolster eine Dicke angegeben, so wie hier 1 Inch. Aber zusätzlich hier die 02, das ist das Helmmodell 02, das hat keine Nummerierung der Pots zu tun, sondern hier ist wichtig die Farbe. Es gibt verschiedene Stärken der Polster und die sind farblich markiert. Wie gesagt, auch wenn das hier nochmal draufsteht, das kann ja schon mal Helm auf- und abnehmen. Man muss den ja so ein bisschen auseinanderbiegen, wenn man den aufsetzt. Das kann schon mal im Laufe der Zeit abgehen, aber hier ist ja kein direkter Kontakt zu diesem Farbstrich. Da gibt es, ich sag mal, Small, Medium, Large. Ich meine, die Farben sind Orange, Gelb und wie gesagt hier Grün. Und so ist da gewährleistet, dass man das dann auch noch nach langer Zeit sieht, nach vielen Tragen, was denn für eine Helmstärke, was für eine Polsterstärke vielmehr ich hier brauche. Insgesamt muss man sagen, das ist jetzt natürlich relativ, wenn ich das Ding hier in die Kamera halte, ist der Helm relativ klein. Ich habe jetzt hier einen XL-Helm, habe früher einen L-Helm getragen, ich habe in 5950 in der Sized Cap habe ich 7,38. Also die fallen eher klein aus. Das ist auch etwas, was man mir im Missouri sagte. Dieser Helm ist eigentlich was so für ideal für Tweener, also Leute, die zwischen 2 Größen schwanken. Denn auch die Größe wird durch diese Delta-Pods, durch die verschiedenen Stärken reguliert. Da wird, wie gesagt, nichts aufgepumpt etc. Und wenn man den aufsetzt, ist dann eigentlich das ideale Gefühl, das man haben sollte, wenn man einen Helm aufsetzt, man fühlt sich wohl. Denn ich sage das ja immer wieder, Helm nicht per Mail-Order bestellen, nicht bei Amazon, geht glaube ich gar nicht, oder sonst irgendwie im Ausland, weil ist irgendwo da, was weiß ich, 20 Euro billiger, probiert die Dinger an. Es hat einen Grund, warum es so viele verschiedene Modelle gibt. Ich habe das oft gehabt im Laden oder wenn ich auf Tour war, Leute kommen, ich will den Helm. Ich sage, okay, darf ich fragen, warum? Habe ich im Fernsehen gesehen. Ach so, ja. Hinsetzen, hinsetzen. Ich sage, jetzt quäle ich dich. Und dann immer schon mal ein hektischer Blick. Ich sage, du siehst hier die unterschiedlichen Modelle, die probieren wir jetzt mal an. Ich sage, denn ich, keine Haare, relativ runde Birne, du, Haare bis zum Püschi und Kopfform wie mein kleiner Finger. Wir beiden brauchen unterschiedlichen Helm und komme jetzt nicht mit Jodos Köcher mit der Luft machen. Wenn ihr die Murmel aufsetzt, dann soll das ein Gefühl sein, als wenn du in deine Lieblingsschuhe reinsteigst, als wenn du in deine Hausschuhe. Du sollst dich in dem Moment wohlfühlen. Und ja, da kann man ja noch hier und da und nee, das ist wie Schuhe. Die soll man auch nicht abends um 5 tragen, nachdem man 12 Stunden durch die Gegend gelaufen ist. Dann sind die Füße nämlich auch breit etc. Der Helm in Anführungsstrichen kalten Zustand oder vielmehr der Kopf in kaltem Zustand bei Bewegung, Erwärmung dehnt sich das Ganze,
wenn der im Anführungsstrichen kalten Zustand beim ersten Aufsetzen schon drückt, dann ist da irgendwas nicht richtig. Und dann fangt nicht an, ja, vielleicht kann ich ja hier noch ein bisschen Luft ablassen oder da ein bisschen Luft zu. Ja, das ist nachher für die Feinjustage. Aber grundsätzlich sollte das Ding beim ersten Anprobieren, da muss man sich schon mal drin wohlfühlen. Und deswegen probiert die verschiedenen Helmmodelle durch. Ich weiß, ich bin ja starker Verfechter von Look Good, Feel Good, Play Good, aber in diesem Fall ist, genau wie bei dem Shoulderpad, der perfekte Sitz geht vor der Optik. Auch wenn der Helm, Katze ballert hier gegen die Tür, deswegen bin ich gerade etwas verwirrt. Kommt nicht her auf die Idee, da wie gewisse NFL-Quarterbacks, die jahrelang damit Steinzeit-Helm gespielt haben, weil ihnen gefiel das neue Helmmodell nicht. Mhm. Technisch ist man da ja heute toi 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 deutlich weiter. Also die Gefahr oder der Automatismus, der von vielen ja meiner Meinung nach fälschlicherweise herbeigeführt wird. Footballspieler, das sind potenzielle CTE-Kandidaten, die haben nachher irgendwelche Hirntraumata etc. Das ist nicht mehr so. Also in der anderen Folge werde ich euch mal den ganz alten Helm zeigen. Nein, keine Ledermütze, wirklich einen Helm. Da war nichts mit reaktiver Panzerung, hätte ich fast gesagt, mit reaktiver Helmschale oder sowas. Wenn der Helm kalt war, zum Beispiel im Wintertraining, nach einem warmlaufenden Helm aufsetzen oder sowas, das Ding war erstmal bretthart, das musste erstmal warm werden, dann saß der auch viel angenehmer am Kopf. Aber auch die Technik, nicht nur die des Materials, sondern die der Spieler ist ja inzwischen eine andere. Also früher 3-Punkt-Technik. 1 Punkt, 2 Punkt, 3. Punkt. Ne? Coach wird heute geschädelt. Oder solche Übungen wie Bull in the Ring. Kreis, einer steht in der Mitte, jeder Spieler seine Jersey-Nummer. Die muss ich gucken. Die 20, ah, der kommt von vorne, aufnehmen den Kontakt. 47 steht hinter mir. Muss ich entweder schnell sein oder die 47 mangelt mich um. Macht man heute eigentlich nicht mehr, weil ist nicht so ganz schlau. Ne? Da Blindside-Hit muss man nicht im Training üben. Der hat auch im Feld nicht mehr so viel zu suchen. Ich weiß, die Puristen unter euch werden sagen, oh, ist immer noch Football. Ne? Ja, ist immer noch genug Kontakt. Keine Angst. Oder Machine Gun. Da steht einer und da vorne stehen die anderen 20 und laufen auf einen zu. Nicht alle 20 auf einmal hintereinander weg, aber dann linke Schulter, rechte Schulter, linke Schulter, rechte, macht heute auch kein Mensch mehr. Also und regelseitig ist da ja auch nicht mehr so viel Geballer möglich wie früher. Und wie gesagt, insgesamt hat sich da ja technisch einiges getan. Da ist der hier das beste Beispiel. Leicht, diverse Layer an Polster, ganz wichtig, Helmmarke gleich Facemask-Marke. Das heißt, ich kann jetzt nicht eine Rydell-Facemask auf ein weißes Helm oder umgekehrt prügeln. Das geht sicherlich, aber das ist mit in Anführungsstrichen Gewalt verbunden. Und ich sagte es eingangs, hier bei dem zum Beispiel ist das Sichtfeld ein ganz anderes. Das heißt, diese Facemask ist auch ganz anders geformt. Wenn ich dann da jetzt das Ding mit Gewalt dran zu kriegen versuche, ein Wort nach dem anderen, da drücke ich den Helm unnatürlich zueinander, da ist dann sowieso schon Spannung drauf, etc. pp. Also weißes Helm, weißes Face Mask, Rydell Helm, Rydell Face Mask. Sicherlich gibt da immer Experten, die sagen, Mensch, lass mich mal machen, ich kann das, ich kriege das hin. Ja, nicht alles, was man machen kann, sollte man auch machen. Ne? Das ist wie so Flasche Köln, die würde man auch nicht auf einmal wegtrinken. Kaum sage ich es, verschlucke ich mich. Wie gesagt, in den USA gibt es den Helm dann auch nochmal mit einer Titanmaske. Die gibt es meines Wissens hier drüben noch nicht, aber wird dann sicherlich auch nochmal wieder 3-4 Euro und deutlich mehr kosten. In den USA liegt der Helm so zwischen 700 und 800 Dollar. Je nachdem, wo man guckt oder je nachdem, welchen Preis man da genannt bekommt, denn diese Art von Equipment findet man eben nicht bei Dick's Sporting Goods oder, als es sie früher noch gab, Sports Authority oder Sports Academy, wie sie Häuser heißen.
Das heißt, die Preise sind dann oft eher auf Großabnahme, sprich Colleges oder ein NFL-Team oder sowas ausgelegt. Insofern glaubt nicht jeden Preis, der überall steht. Und wie gesagt, Mail-Order fällt sowieso aus. Geht in den Laden eures Vertrauens, probiert das Ding an und dann wisst ihr auch wirklich, da ist alles richtig. Ich habe es im Laden gehabt, da hatte einer, war ein Anfänger, hat das gut gemeint, beziehungsweise ein Mannschaftskamerad hatte das gut gemeint, der hat das irgendwo in England bestellt, der hatte dafür keine Face Mask. Ich sage, ja, das liegt auch daran, dass du einen Rawlings-Helm hast. Rawlings macht schon länger keine Football-Helme mehr. Da musste ich dann improvisieren mit einer Face Mask. Ging, dann setzte den Helm auf, den konnte ich einmal so rumdrehen, der da war mindestens eine Nummer zu groß. Ich sag, sag mal, ja, ich habe mal so geschätzt, ne? Ich sag, wunderbar. Also im Zweifel, da mit dem Bandmaß drum den Kopf vermessen und dann wird geguckt, welche Helmgröße und wie gesagt, anprobieren, anprobieren, anprobieren. Genauso wie beim Shoulderpad. Das kann nicht Pi mal Daumen oder by the look, sieht gut aus, kaufe ich, sondern das muss passen. Wie gesagt, der Helm kommt ohne Face Mask. Das ist bei jedem Helm so, denn jede Position braucht eine andere Face Mask. Das hier würde ich mal sagen, ein etwas eingeschränkteres Sichtfeld aufgrund dieser sogenannten High Gobs hier. Linebacker, vielleicht ein Running Back. Quarterback, ein Wide Receiver, der möchte hier, ich sage mal, Panoramafensterscheibe haben, der möchte so viel sehen wie möglich. Da ist dann wahrscheinlich der Teil hier auch nochmal ein Stück weiter unten. Ich muss gestehen, ich habe mir die anderen Face Masks von Weißes noch nicht aus der Nähe angeguckt. Ich habe vor 3 Jahren mal den Weißes 1 in Missouri in der Hand gehabt. Aber für die Kollegen, die so einen Helm dann immer erstmal wieder zerlegen, wenn sie den neu haben, ich würde das lassen. Das Ding hier ist schon ein bisschen was Eigenes. Wird, glaube ich, nur noch vom Zenit geschlagen, was Zerlegen, Zusammensetzen anbelangt. Dann guckt euch lieber die Videos an. Da gibt es Querschnitte etc. Das ist einfacher. Was dabei ist, ist ein Hard Cup. Das hier ist der Cup und den gibt es weich oder eben in hart. Ist ein Sportstar, aber es ist der Standard Sportstar. Also nicht der mit dem Gel gefüllten Cup, was es dann nochmal wieder weicher macht und angenehmer. Und hat es früher alles nicht gegeben. Was hätte ich drum gegeben? Ich habe mir da so ein altes, so einen alten Pulsweimer, so ein Schweißband vom Handgelenk auf die Kinnschale gelegt, damit das ein bisschen weicher wurde. Ich hatte am Anfang eine Softe und dann habe ich irgendwann mal einer getackelt und ich hatte das Ding hier hinten irgendwo hängen. Sicherlich, weil ich den Helm auch nicht richtig eingestellt hatte. Aber das Ding war so weich. Ich werde euch den Helm ja nochmal vorstellen. Ich habe den immer noch. Insofern ist so ein Hardcap schon deutlich angenehmer. Ja, das ist es in aller Kürze zu diesem Helm. Ich werde im Video auch nochmal Links zu den Weißes eigenen Videos, wo dann wie gesagt ein technischer Querschnitt etc. zu sehen ist, einstellen. Ja, und das war's dann schon wieder für heute. Demnächst mehr hier im Waschsalon. Moin!